3D-Embossing ist eine der schwersten und aufwendigsten Techniken, die man in unserem Lederhobby erlernen kann. Ein wichtiges Hilfsmittel bei dieser Technik sind Füllmittel, die die geformten Hohlräume von hinten ausfüllen und unterstützen sollen. Ich habe mich mal durch die gängigen Möglichkeiten getestet, mit dem besonderen Augenmerk auf das Modellieren, weil das ein wichtiger Teil meiner Arbeiten ist. Nur kurz vorweg, die Embossing-Technik ist nach dem normalen Ponzieren der nächste Schritt, um unseren kleinen Kunstwerken ein dreidimensionales Aussehen zu geben. Dabei wird das Projekt mit solchen Modellierkugeln und ähnlichem Werkzeug in feuchten Zustand von hinten in Form gebracht. Also drücken wir praktisch alles nach vorne, was auch besonders herausragen soll. Hier ist es zum Beispiel der Arm und der Flügel. Wie gesagt, ist das eine Technik, die schon sehr anspruchsvoll ist. Umso wichtiger, dass man Hilfsmittel hat, die man einfach verarbeiten kann und die sich danach auch noch gut modellieren lassen. Denn ist der Hohlraum erst einmal aufgefüllt, geht es in allermeisten Fällen auf diesen entstandenen Kissen weiter mit dem Ausmodellieren von vorne, wie hier zu sehen. Und als Füllmasse für die Hohlräume gibt es so einige Möglichkeiten. Zum Beispiel eine selbst angerührte Paste aus Ledermehl. Ledermehl ist ein Abfallprodukt, das bei der Herstellung von vegetabil gegerbtem Blankleder anfällt. Beim sogenannten Falzen des Leders werden von der Fleischseite diese Lederschnipsel abgeschält. Nur leider merkt man dem Mehl auch oft an, dass es praktisch vom Boden aufgefegt wurde. Es können sich auch solche Reste darin befinden. Und die sind nervig, denn beim Anrühren einer Füllpaste ist sowas echt nicht zu gebrauchen. Und dann kann man im Handel Korkgranulat kaufen. Korkgranulat besteht aus zerkleinertem Naturkork und ist oftmals ein Recyclingprodukt. Dieses Granulat ist in vielen verschiedenen Korngrößen erhältlich und eignet sich perfekt als Füllmaterial, weil man sich immer darauf verlassen kann, dass man ständig eine homogene, also gleichmäßige Masse mit gleichbleibender Körnung hat. Ach ja, das Ledermehl und das Korkgranulat werden säckeweise verkauft. Plant also Lagerplatz ein. Zumindest reicht so ein Sack eine halbe Ewigkeit. Außerdem braucht man zum Anrühren einer Masse aus Ledermehl oder Kork einen Kleber. Und mit dieser Gummilösung bekommt die Masse die gewünschte nachgebende und formbare Konsistenz, die man braucht, um dem Relief den entscheidenden Touch zu geben. Wer keine Säcke voll Ledermehl oder Kork lagern will, für den gibt es fertige Füllmassen. Dies hier ist ein Korkfüller, der in der Schuhindustrie und von Schustern gerne und viel genutzt wird. Doch dieser Füller kann eben auch für unsere Zwecke verwendet werden. Wie ihr seht, besteht dieser Korkfüller aus ähnlichem Granulat wie meine Sackware. Etwas gröber vielleicht, aber dafür bereits verbrauchsfertig angemischt. Deutlich zu sehen ist der Kleber, der hier seine Fäden zieht. Speziell für unsere Ansprüche entwickelt wurde dieses Produkt, der 3D-Embossing-Filler. Die Firma Renia hat hier zusammen mit Jürgen Vollbach ein völlig neues Produkt geschaffen. Jürgen Vollbach ist ein weltweit bekannter und preisgekrönter Lederkünstler. Er hat an der Rezeptur dieses Produktes so lange gefeilt, bis es schließlich perfekt für unsere Art der Lederkunst zu nutzen ist. Im Gegensatz zum Korkfüller enthält dieses Produkt zusätzlich noch feines Ledermehl. Diese Kombination und die Tatsache, dass es weniger Kleber enthält, sorgt dafür, dass es sich perfekt den Hohlräumen anpassen lässt und schneller trocknet. Was bei uns ungeduldigen Lederern ja nicht so verkehrt ist. Wer wartet schon gerne 24 Stunden, bevor es weitergeht? Also ich nicht. Aber ich glaube nur, was ich selber ausprobiert habe. Deshalb habe ich in meiner kleinen Lederhexer-Küchenwerkstatt eine kleine Versuchsreihe gestartet. Für jede Masse habe ich eine simple Form vorbereitet. Den Anfang macht das Ledermehl. Wer schon mal so eine Masse selber angerührt hat, weiß es genau. Die richtige Konsistenz herzustellen ist etwas tricky. Mal ist die zu feucht, mal ist die zu trocken. Zu nass bedeutet, dass man ewig warten muss, bis man den nächsten Arbeitsschritt starten kann. Und zu trocken bringt Probleme beim Einbringen in die Hohlräume und bei der Haftung. Es kann aber auch sein, dass unsere Gummilösung ein paar Tage länger im Regal steht als gedacht und diese dann zu zäh geworden ist. Aber was am meisten nervt, ist, dass man es nie, aber auch wirklich nie schafft, die passende Menge anzurühren. Zu wenig ist ärgerlich und zu viel ist sprichwörtlich für die Tonne. Und dann klebt das Zeug noch überall an den Fingern und im schlimmsten Fall schmiert man sich den Brei dann noch auf die schöne Seite des Lederreliefs. Das ist einem Freund von mir schon mal passiert.
Wie gesagt, tricky. Doch mit ein bisschen Übung und einer Tafel Nervenschokolade schafft man es dann trotzdem. Damit die Füllmassen eine dauerhafte Verbindung mit dem Leder eingehen können, muss auf das Leder vor dem Einfüllen der Masse eine Schicht Gummilösung aufgepinselt werden. Nur so ist gewährleistet, dass die Füllmasse auch am Leder haftet und sich keine Luftblasen zwischen Füllung und Leder bilden. Und herausfallen oder wandern soll dieser Füllkern ja nun auch nicht. Das Einfüllen der Masse geht wirklich am besten mit solchen kleinen Malerspachteln. Wie ihr seht, wehrt sich die Ledermehlpaste fast gar nicht. Solche kleinen Spachtel sind ohnehin für viele Dinge in der Werkstatt sinnvoll. Aber hier sind sie echt Gold wert. Alternativ funktionieren auch Silikonspachtel, weil an Silikon der Kleber einfach nicht haftet. Wichtig beim Einbringen ist immer, dass man die Paste leicht andrückt. Nur so wird sie in jede kleine Ecke gedrückt. So, Füllung 1 ist fertig. Auf zum Korkgranulat. Das Prinzip ist hier dasselbe. Anrühren mit Gummilösung, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Das ist bei einem feinen Granulat etwas anders als beim Ledermehl. Irgendwie wehrt sie sich länger. Doch nach ein paar Mal umrühren, mischt sich auch das Korkgranulat mit der Gummilösung. Und auch hier Gummilösung aufpinseln und Korkmasse einbringen. Hier merkt man schon, dass die gleichmäßige Körnung des Granulats viele Vorteile gegenüber dem groben und unförmigen Ledermehl hat. Erst recht, wenn man solches Ledermehl erwischt, für das der Lehrling die Gerberei vorher noch kurz ausgefegt hat. Hier jedoch bin ich mir sicher, dass ich auch jede Ecke des Hohlraums erwische. Also ist die gleichmäßige Korngröße schon mal ein Pluspunkt. Schauen wir, wie sich der fertig angemischte Korkfüller schlägt. Eins ist schon mal toll, Dose auf und loslegen. Praktischer geht's kaum. Die Konsistenz ist vergleichbar mit einer feuchten, schmatzenden Masse. Aber keineswegs zu nass. Sie lässt sich mühelos entnehmen und verteilen. Auch hier ist die gleichmäßige Korngröße ideal. Aber wir sollten nicht vergessen, dass dieses Produkt aus Kork für die Schuhindustrie entwickelt wurde. Es soll also wahrscheinlich dem Schuster die Möglichkeit geben, zusätzliche Polster in der Sohle zu schaffen oder ähnliches. Ich bin kein Schuster. Das bedeutet aber auch, dass diese Korkfüllungen extrem formstabil sein müssen. Die Einlagen sollen sich ja nicht plattlatschen lassen. Und das hat bestimmt Auswirkungen auf die Modellierfähigkeit. Aber dazu später. Eines ist zumindest Fakt. Dieser Korkfüller ist extrem leicht aufzutragen und danach einfach Deckel drauf und die Dose wartet auf den nächsten Einsatz. Und so eine Dose ist definitiv leichter zu verstauen als ein Sack Ledermehl oder Korkgranulat. Aber wie schlägt sich denn nun der 3D-Embossing-Filler? Auch hier muss die Haftbrücke gepinselt werden, was bei dieser etwas trockenen Paste wohl besonders wichtig ist. Und das ist es, was mir auch zuerst auffällt. Sie ist wirklich erheblich viel trockener als der Korkfüller. Aber genau so soll es sein. Wie gesagt, die Wartezeit soll verkürzt werden. Und das geht nur bei verkürzten Trocknungszeiten. Laut Anleitung soll man den Inhalt kurz durchrühren, bevor man ihn aufbringt. Und danach lässt es sich genauso gut verteilen wie der Korkfüller. Ich sehe da keinen Unterschied. Dass in diesem Produkt nicht nur Korkgranulat enthalten ist, sondern auch Ledermehl, sieht man. Die Masse besteht halt nicht nur aus Korkkügelchen, sondern man erkennt deutlich die Fasern des Ledermehls. Dass diese Masse etwas trockener ist, macht überhaupt keinen Unterschied beim Auftragen. Es fällt kaum auf. Sie krümelt nicht und sie hält an der Haftbrücke. Alles prima. Jetzt heißt es warten. Der Hersteller weist beim 3D-Embossing-Filler darauf hin, dass dünne Schichten von ca. 1 cm Stärke nur 1-2 Stunden Trockenzeit benötigen und diese dann auch noch bei Bedarf mit Hitze drastisch verkürzt werden können. Doch ich warte lieber bis morgen. Hitze und Leder, das ist ein Thema für sich. Und schließlich sollen alle Proben die gleichen Voraussetzungen haben. Okay, ich habe jetzt 24 Stunden gewartet und das Ganze an der frischen Luft ohne zusätzliche Wärmezufuhr trocknen lassen. Aus unseren Füllmassen ist jetzt quasi eine Art softes Kissen geworden. Diese Polster geben beim Druck immer noch nach. Und genau das ist es, was wir bei der 3D-Technik benötigen. Eine Füllung, die nachgibt, wenn wir auf der Vorderseite weiter modellieren. Es darf auf keinen Fall ein harter Klotz entstanden sein. Auch wenn ich das Leder an den Kanten biege, kann ich sie nicht ohne Gewalt herauslösen. Dazu müsste ich sie zerstören. Verdrehen und verbiegen macht allen Füllungen nichts aus. Genauso soll es sein. Also halten wir mal fest. Als reine Füllung sind alle prima geeignet. Sie haben sich stabil und fest mit dem Leder verbunden. Hier noch einmal ein Blick auf die recht unterschiedlichen Strukturen der Füllung. Hier muss man sagen, dass es bei der Haftung am Leder fast keine Unterschiede gibt. Wie verhalten sich denn nun die Füllungen, wenn ich auf der Vorderseite weiter modellieren möchte? Finden wir es heraus. Und wie erwartet.
Hier beim Modellieren, wenn es darum geht, nach dem Füllen noch extrem tiefe Reliefs herauszuarbeiten, gibt es Unterschiede. Lass mich mal kurz auswerten, was ich so festgestellt habe. Das Ledermehl ist günstig, wenn man den zusätzlichen Bedarf an Gummilösung mal nicht mitrechnet. Außerdem lässt es sich hervorragend für die Modellierarbeiten nutzen, weil es aufgezwungene Formen perfekt hält. Es hat aber auch Nachteile. Schwankende Korngröße der Lederflocken, schwieriges Dosieren und der Platzbedarf sind Dinge, die mich ärgern. Das Korkgranulat ist ebenfalls recht günstig und lässt sich wegen der homogenen Korngröße perfekt verarbeiten. Aber auch hier ist das Anmischen schwierig und bedarf einiger Erfahrung in Bezug auf Konsistenz und Menge. Weder positiv noch negativ sehe ich die Tatsache, dass sich Kork weniger gut in Form modellieren lässt, sobald die Füllung getrocknet ist. Was beim Modellieren negativ ist, ist ein positiver Effekt bei reinen stützenden Füllungen. Der fertige Korkfüller von Rhenia ist meiner Meinung nach ein wunderbares Produkt. Fertig angemischt, anfängerfreundlich und sparsam, da kaum Abfälle entstehen. Und lange haltbar. Auch hier gilt in Bezug auf die Modellierbarkeit dasselbe wie beim selbst angerührten Korkgranulat. Der Sieger für mich ist eindeutig der 3D Embossing Filler. Hier ist in einem Produkt alles vereint, was man sich von einer Füllmasse im Lederhobbybereich wünschen kann. Günstig, sparsam, anfängerfreundlich, lange haltbar, schnell trocknend und für kreative Modellierarbeiten unschlagbar. Quasi eine Allround-Waffe für uns. Man sollte sich schon im Klaren sein, was man mit dem Füller erreichen will. Meiner Meinung nach vereint der 3D-Embossing-Füller alle Vorteile in einem Produkt. Die Standfestigkeit des Korks und die Formbarkeit des Leders. Da macht ihr nichts falsch. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch euch viel Spaß beim Ledern zu wünschen. Wer weitere interessante Tipps und Tricks zum Thema Lederhobby sucht, der findet sie hier auf diesem Kanal oder auf meiner Webseite. Danke fürs Zuschauen, bis demnächst.